Dann könnt ihr euch einfach so ein Tape hier nehmen und euch das dann in das Oberteil oder in das Kleidungsstück kleben, über das Gesicht sprühen könnt und dann geschützt seid. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch ja immer mal wieder Drogerieprodukte und es gab in letzter Zeit das ein oder andere Produkt, wo ich ganz viel Nachrichten oder auch Kommentare zu bekommen habe, dass ihr dieses Produkt noch nicht kennt. Deswegen wollte ich heute mal meine Top 10 Drogerie-Geheimtipps mit euch teilen und hoffe, dass auf jeden Fall ganz viele Sachen mit dabei sind, die ihr noch nicht kennt und die ihr jetzt genauso zu lieben lernen werdet, wie ich sie schon lange liebe. Favorit Nummer 1 sind auf jeden Fall die wiederverwendbaren Augenpads von Ebelin. Die hängen meistens bei den Gesichtsmasken so extra vorne auf so einen kleinen Aufsteller und das sind Augenpads, die kleben. Die sehen hier jetzt schon ein bisschen mitgenommen aus von mir, also bitte nicht wundern. Die kleben auf jeden Fall richtig schön und ihr könnt euch dann einfach eure Augenpflege draufgeben und euch das Ganze dann hier unter das Auge kleben, natürlich ohne Haare. Und dann könnt ihr das Ganze so circa 20 Minuten oder noch länger einwirken lassen und das ist eine richtig schön intensive Pflege für die Augen. Die Haut fühlt sich danach so weich und mit Feuchtigkeit versorgt an, aber so richtig positiv, nicht zu viel, sondern es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl auf der Haut, als wenn ihr normale Augenpads nehmt. Und das Gute ist natürlich, ihr könnt die Pflege nehmen, die ihr gut vertragt, die ihr gerade gern nutzt und wisst dann natürlich auch, dass ihr das gut vertragen werdet. Ich nutze zum Beispiel hier gerade von Jean & Lair sehr gern die Eye Cream für erste Fältchen, weil sie sehr reichhaltig und feuchtigkeitsspendend ist. Die versorgt meine Haut hier immer so richtig toll mit Pflege. Ich glaube, wir kennen es alle. Wir haben vielleicht Sneaker, Sommerschuhe, Winterschuhe. Es ist ja immer so ein Wechsel und man bekommt super schnell Blasen. Ich kann euch sehr von Compeed diesen Blasenstift hier empfehlen. Es ist quasi ein Stift, den ihr euch rausdrehen könnt und dann gebt ihr euch den an die Füße, an die Stellen, wo ihr Blasen bekommt. Meistens ist es ja hinten irgendwie an der Ferse oder vorne an den Zehen. Das nimmt den Druck und sorgt dafür, dass eure Haut viel besser mit diesen neuen Schuhen umgehen kann oder halt Schuhen, mit denen ihr schnell Blasen bekommt. Also das ist wirklich die perfekte Rettung, wer genauso wie ich immer Probleme mit dieser Blasenbildung und aufgeschäumten Füßen hat. Auch eine Empfehlung ist von Garnier das Ambre Solaire Over Makeup Super UV Spray. Das ist mit Lichtschutz Faktor 50. Und es passiert ja immer mal wieder, dass man sich auch gerne im Urlaub schminken möchte, aber ich persönlich dachte mir dann immer, nee, der Sonnenschutz ist mir irgendwie wichtiger und den kann ich ja nicht mehr auftragen, wenn ich mich geschminkt habe. Könnt ihr ganz einfach, denn es gibt hier dieses Spray, was ihr euch dann ganz einfach, wenn ihr euch geschminkt habt, über das Gesicht sprühen könnt und dann geschützt seid. Also das ist wirklich eine richtig gute Erfindung für alle, die sich auch so gerne schminken wie ich, denn auch hier in Deutschland sollte man sich ja natürlich auch regelmäßig eincremen und das kann man vielleicht nicht ganz so gut, wenn man nach der Arbeit noch was macht und so und man sich ja auf der Arbeit schon geschminkt hat, die Abendsonne aber noch genießen möchte, nehmt das einfach mit in eure Handtasche und dann könnt ihr euch das immer wieder über das Gesicht sprühen. Oder natürlich auch an anderen Körperstellen. Ne? Also so ein Spray ist halt immer so super praktisch, finde ich. Ein Produkt, was ich absolut aktuell liebe, sind von SOS die Handwärme oder auch Fußwärme. Es gibt da ja beide Versionen von. Ist jetzt hier schon abgeschnitten, weil ich den Handwärmer letztens genutzt habe, weil bei uns ist ja auch Ende letzten Jahres die Heizung ausgefallen. Also wir hatten nicht so wirklich Heizung und deswegen war es sehr kalt bei uns. Und das ist wirklich eine große Empfehlung. Das wärmt sich ganz natürlich durch die eigene Berührung, also durch die eigene Körperwärme quasi, auch wenn eure Finger oder Füße eiskalt sind, das hält den ganzen Tag und das ist richtig warm. Also am Anfang braucht es so eine kleine Vorheizzeit quasi, also es wird ganz langsam warm und irgendwann ist es so richtig schön warm und das kann man sich perfekt auch in Handschuhe legen, in eure Ärmel oder natürlich in die Schuhe für die Füße, finde ich richtig schön. Auch eine große Empfehlung, ich habe die Packung hier jetzt schon aufgemacht, von Essence gibt es die Oil Control Paper. Damit könnt ihr ganz einfach, das ist auch perfekt für den Alltag, wie ihr seht, einfach in die Handtasche und wenn ihr zwischendurch glänzt, packt ihr euch einfach so ein Tuch hier auf die Stirn und tupft hier ganz langsam so drauf. Auch am Kinn habe ich hier ganz oft diese Glanzstellen. Hier klebt es meistens auch so ein bisschen bei mir. Jetzt nicht so doll, weil ich mich gerade erst abgepudert habe. Und hier an der Nase, hier so entlang, habe ich halt auch immer richtig oft Fettflecke im Gesicht. Ich sage es jetzt mal einfach so. Und mit diesen Papern, die saugen halt richtig schön überschüssiges Öl vom Gesicht. Und ihr seht wieder richtig fresh aus. Das könnt ihr so oft verwenden, wie ihr möchtet.
Bei mir hält das dann immer ganz schön lange, wenn ich einmal so ein Paper verwende. Aber das ist wirklich perfekt für unterwegs, auch auf der Arbeit oder so. Wenn ihr nicht immer mit dem Puder rumlaufen wollt, kann man wirklich easy in der Handtasche oder in die Hosentasche oder wo auch immer reintun und zwischendurch auffrischen. Mir fällt gerade sogar auf, dass ich 11 Produkte habe, die ich euch zeigen möchte. Es geht weiter mit einem Produkt für alle, die vielleicht schnell kleckern oder auch Kinder zu Hause haben, die vielleicht auch ein bisschen mehr kleckern. Es gibt von Dr. Beckmann den Express Fleckenstift. Und der hat hier vorne eine Mine, die wie ein Waschmittel ist. Das heißt, wo der Fleck ist, das gebt ihr euch einfach mit diesem Stift auf die betroffene Stelle. Lasst es ein bisschen einwirken, das ist natürlich am Anfang feucht. Und wenn das trocknet, ist der Fleck eigentlich immer bei mir weg gewesen. Also das ist super praktisch, wenn ihr vor allem auch Sachen frisch gewaschen habt, kurz was esst und dann natürlich kleckert. Das passiert mir zum Beispiel immer wieder. Und es ist super ärgerlich, weil es ja ansonsten alles sauber ist, nur halt dieser kleine Fleck drauf ist. Und damit könnt ihr halt super easy und schnell diese Flecken wieder wegmachen. Was auch richtig cool ist, es gibt ja von Nibli-Produkte in der Drogerie. Zum einen natürlich auch die Brustwarzen-Patches, die finde ich auch sehr gut. Die sind richtig schön dünn und die sieht man eigentlich kaum. Dann gibt es hier aber auch die Styling Stripes, Invisible, Secure und Stronghold. Und zwar sind das hier Tapes. Da könnt ihr euch dann immer so viel rausholen, wie ihr wollt. Und diese Tapes sind auch komplett durchsichtig und kleben richtig fest. Also auch wenn ihr schwitzt oder so, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Denn wenn ihr zum Beispiel Oberteile tragt, die vielleicht einen Wasserfallausschnitt haben, beziehungsweise einen weiteren Ausschnitt oder auch Kleider, aber nicht wollt, dass irgendetwas verrutscht, dann könnt ihr euch einfach so ein Tape hier nehmen und euch das dann in das Oberteil oder in das Kleidungsstück kleben und dann an eure Haut kleben. Ich habe auch sensible und sehr reizvolle Haut, da passiert gar nichts bei mir. Und das klebt dann fest, das heißt, das verrutscht nicht. Und wenn ihr euch nach vorne beugt oder so, braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil das wirklich bombenfest hier an eurer Haut sitzt. Also perfekt für alle, die genauso paranoid sind wie ich, dass man immer irgendwas sehen könnte von der Brust oder so. Damit kann man sich halt richtig gut schützen. Auch richtig cool, ich habe extra die Verpackung hier aufbewahrt. Es gibt von Ebelin Seifensäckchen. Die sind zu 100% natürlich und da könnt ihr euch eure festen Produkte reinpacken. Zum Beispiel auch eine feste Dusche und das ist gleichzeitig dann ein Aufbewahrungsbeutel. Könnt ihr euch auch irgendwo ranhängen ins Badezimmer und gleichzeitig könnt ihr den aber befeuchten und eure Haut damit waschen und peelen. Wenn ihr das hier befeuchtet, dann schäumt das auch richtig gut. Dann könnt ihr euer festes Duschgel quasi damit auftragen und habt gleichzeitig aber auch einen Peeling-Effekt. Also die ganzen Hautschüppchen werden quasi entfernt, die sowieso absäuen und tot sind. Und das ist ein richtig schöner Massage-Effekt, Peeling-Effekt und gleichzeitig eine Aufbewahrung, damit die losen Seifen und so nicht einfach so in der Wohnung immer umher schwirren. Ich finde, man kennt es. Es gibt irgendwie nie so richtig coole Aufbewahrungsprodukte für diese festen Produkte und dann tut man die immer irgendwo so rauf auf so einen Seifenspender quasi und denkt sich so, bitte bleib da und schmier mir hier nicht meine Dusche oder so voll. Auch eine kleine Empfehlung, kannte ich bis vor kurzem nicht. Ich kannte nur die Creme. Es gibt in der Baby- bzw. Kinderabteilung bei DM auch noch die Kaufmanns Haut- und Kindercreme als Lippenpflegestift. Perfekt to go, wenn ihr unterwegs seid. Einfach in die Jackentasche packen, habe ich auch immer. Und hier kommt ganz normal quasi die Haut- und Kindercreme raus. Nur halt so ein kleines bisschen flüssiger, finde ich. Also perfekt, um die Lippen damit zu pflegen. Ich liebe das ja. Ich finde auch, das ist eine gute Alternative zu der Bepanthen-Creme für die Lippen. Also finde ich wirklich richtig schön. Und ein Produkt, was für alle cool ist, die gerne Handtaschen nutzen. So eine Fusselkugelrolle. Das heißt, dieses Kügelchen legt ihr euch einfach in eure Handtasche und alle Härchen, Schmutzpartikel, Fussel, was auch immer, die in eurer Handtasche sind, denn wir wissen, wir haben ja meistens ein bisschen mehr in der Handtasche und da kann sich schnell auch mal unerwünschter Dreck und so sammeln, ohne dass man das vielleicht bemerkt und damit ist es viel hygienischer in der Handtasche. Bleibt dann da alles dran kleben und sammelt sich halt hinter der Verpackung, also mega cool. Und ein Produkt, was definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient hat, finde ich, ist von Balea das Allzweckbalsam mit Glycerin und Allantoin für raue und trockene Haut. Auch perfekt für Füße, wenn man sich vor dem Schlafengehen damit eincremt. Ist so eine Mischung aus Creme und Balsam, finde ich, und ist so richtig schön reichhaltig. Macht die Haut richtig weich und zart, ist auch quasi geruchslos, also riecht nach nichts und zieht aber auch richtig schnell ein. Das ist halt das große Plus an diesem Produkt, weil es so schön die Haut pflegt und sofort weich und zart macht, aber nicht klebt. Also das ist in Sekunden eingezogen, das Produkt. Deswegen
auch wirklich perfekt für Ellbogen, für Füße. Alle rauen Stellen, die man vielleicht auch mal im Winter bekommt oder so, wo man möchte, dass die schnell weggehen, einfach wirklich so ein bisschen von diesem Allzweckbalsam hier auftragen. Und die Stellen sind wieder super schnell gepflegt und gut aussehend. Vielleicht habt ihr ja auch noch den ein oder anderen Geheimtipp. Dann schreibt ihn gerne mal in die Kommentare. Dann könnt ihr euch da wieder so ein bisschen durchschauen für Inspiration. Ich hoffe auf jeden Fall, dass hier der ein oder andere neue Tipp für euch mit dabei war. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hier ganz bald, immer Mittwoch und Sonntag um 18:30 Uhr zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao.